So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin unterwegs im Park. Das Käferkrabbelei-Event hat begonnen, denn bei mir ist immer noch Mittwoch. Oh mein Gott, was habe ich nicht schon alles gemacht? Genes Sekt, Community Raid, Mega Sherox Community Raid, Raider Mittwoch, Raid Mania steht an und Mega Sherox Solo Raid gerade geschafft, gemeistert. Ein was fehlt noch, immer noch am Mittwoch. Habe ja nichts zu tun. Genes Sekt Solo Raid möchte ich mal probieren. Guckt euch den Park an, ist das nicht schön? Da ist die Arena, da ist die Brücke der Technik mit dem Schulgebäude, Snacks Raid Arena. Hier ist der Brunnen, der angeblich existiert im Spiel, aber nicht da ist. Ist wahrscheinlich nur bei Ingress. Und von da komme ich gerade her und dort muss ich weiter hin. Also, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Ich glaube, wenn kein Wetterboost ist, schafft man den eh nicht. Ich muss mal kurz nach dem Wetter gucken. Wenn Sonic im Spiel ist plus Mega Glurak, dürfte das vielleicht schaffbar sein. Jetzt habe ich aber eben da vorne an der anderen Brücke im letzten Video Mega Sherox entwickelt. Das heißt, bei Mega Glurak ist nicht mehr aktiv. Da habe ich nicht mitgedacht. Aber egal, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Ich weiß nur nicht, wo wir das machen. Vielleicht stellen wir uns einfach da vorne dran, weil die Brücke sieht halt richtig eklig aus. Das sah hier mal so schön aus und jetzt sieht alles aus wie Arschloch und deswegen Karz. Keine Ahnung, was Karz ist. Ich glaube, wir stellen uns einfach hier vorne hin. Da haben wir sonst immer Sachen gemacht und checken das kurz aus, ob das überhaupt möglich ist. So, ich habe es ausgecheckt, es würde funktionieren, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich stelle euch jetzt einfach mal, hier liegt das Handy, ich stelle euch jetzt mal hier ab, auf die Brücke. Da steht ihr nämlich richtig. Das ist so ein guter Anblick, wieso kann das nicht überall so sein? Ihr könnt auch Captain Morgan-mäßig euer Bein hier draufstellen und einfach chillen. Und ansonsten probieren wir mal den Genesekt Solo Raid. Wenn ihr nicht wisst, wie das Wetter im Spiel ist, ja. Ist egal, wie das Wetter bei euch ist, das Wetter im Spiel ist entscheidend. Ganz oben rechts hier oben ist so eine Sonne. Und wenn ihr da drauf drückt, seht ihr das aktuelle Wetter und welche Typen mit diesem Wetter geboostet sind. Momentan, diese Pokémon sind stärker und erscheinen häufiger. Wenn du eines fängst, erhältst du Bonus Sternstaub, Pflanze, Boden, Feuer. Wir brauchen Glurak, Feuer. Glurak ist gestärkt. Das brauchst du auch. Ich würde jetzt vielleicht sogar mal, das ist ja noch besser, weil es geht ja um alles, vielleicht sollte man ja auch Glurak mal anlegen. Glurak anlegen als Best Buddy, dann kriegt er nochmal den Best Buddy Boost. Und ich muss ihn natürlich nochmal entwickeln. Aber der hat ja, glaube ich, noch ein bisschen was übrig. Glurak, ja, 1800 Energie, Glurak Mega Energie haben wir noch da. 20 kostet es jetzt, müssen wir es halt nochmal machen. Nicht das X, ihr müsst das Glurak Y nehmen für die Entwicklung, für die Mega-Entwicklung. Und dann gucken, Genesekt Solo, schaffe ich das nicht? Ich glaube sogar, ich schaff's gar nicht, weil ich glaube, das ist das Schwerste bis jetzt. Ich habe wieder alles andere weggeschmissen, wir gehen hier drauf, ist wieder gelbe Arena. Gelbe Arena, Genesekt Solo. Mal gucken, ob wir das schaffen. Private Gruppe, noch einen Pass. Ich werde gleich wieder einen Cut machen, dass wir uns zurückmelden, wenn es losgeht. Da ist das Team Klorschk immer noch. Wer weiß, warum das Team Klorschk heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat das letzte Video geguckt? Das Klorschk-Team ist am Start. Mega Rexblizzer war in Ordnung. Mega Sherox war in Ordnung. Das ist jetzt, glaube ich, die schwerste Herausforderung. Wir melden uns gleich zurück, wenn es losgeht. Wir sind immer noch bei 32 Sekunden. Ich habe gedacht, wir können loslegen, aber nein, es dauert immer noch. Ramses, Klorschk. Versucht man jetzt immer, wenn es tot ist, dann zu beleben oder versucht man vorher rauszugehen? Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt bei Mega Sherox, dieses vorher rausgehen dauert irgendwie genauso lange, wie wenn er tot ist. Nur, dass ihr nicht wilde Rumdrückerei oben auf den Verlassen-Button habt, sondern dass es einfach automatisch rausgeht und ihr euch direkt aufs Beleben konzentrieren könnt und so lange ja noch angreifen könnt, bis er wirklich tot ist und es automatisch geht. Also ich glaube, ich werde nicht vorher verlassen. Ich werde jetzt wirklich einfach versuchen, bis ich umfall, dann beleben und dann weiter. So, der haut rein. Ich weiß auch nicht, was der für Attacken hat. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, was der für Attacken hat. Ob es mit manchen Attacken von ihm wieder leichter ist oder besser oder sonst was.
Ja, das Problem ist, warte mal, der hat das Gefriermodul, oder? Und ich bin Typ Flug. Heißt das, der macht mich kaputt, weil der Eisattacken hat? Er haut rein, okay, ich würde es, glaube ich, nochmal überleben, ja, das sieht gut aus. Warum ist sein Balken so groß? Der Balken von ihm mit der Energie ist so groß, der hängt aus dem Bildschirm raus. Du siehst gar nicht, wie lang der Balken in Wirklichkeit ist, weil einfach die Hälfte fehlt. Jetzt sind wir tot, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt oben drauf, top belebert, zack, zweimal zurück, nicht aufs Team, wieder so. Das Beleben ist immer so ein Ding, das hätte ich mit meinem Handy nie hingekriegt. Da wäre jetzt 20 Mal das Team aufgeploppt und es hätte gesagt, ja, du willst irgendein Pokémon in dein Team reinpacken? Und ich, nein, ich will rüberwischen auf das Klursack, auf das Klossack, auf das, ich weiß gar nicht mehr, was da steht. Das ist das Einzige, worum es gerade geht. Oi, 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 oi. Wir sind gleich schon wieder weg. Bei ihm springt wieder die Energie hin und her, auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also ein Drittel haben wir bestimmt schon abgezogen bei ihm. Aber ihr seht, deutlich schwerer als bei allen anderen. Da war bei 200 Sekunden schon fast Feierabend. Nicht verdrücken, nicht verdrücken. Das ist jetzt alles, um was es geht. Also wenn wir bei 150 Sekunden sind und sehen, er ist noch nicht gelb, dann können wir es eigentlich gleich sein lassen. Und bis jetzt sieht es eigentlich richtig Mist aus. 75. Boah, mein Bein tut mir weh. Diese Captain Morgan Stellung ist nicht so gut. Also machen wir sie nochmal, nur mit dem anderen Bein. Digga, wär doch gelb. Wär doch gelb. Wir sind bei 160. Wir sind bei 155. Wir sind bei 153 gelb geworden. Ich glaube, der macht uns kaputt. Ja, das hat Zeit geraubt. Irgendwie war der Button gar nicht da. Ich habe jetzt irgendwo rumgedrückt. Die ganze Zeit ist weggelaufen. Ich glaube, bei sowas braucht ihr wahrscheinlich zusätzlich den Lobby-Trick, dass ihr ein leeres Team nehmt und die vollen 300 Sekunden habt, dass ihr nochmal 5 Sekunden zusätzlich habt. Ich meine, wir geben jetzt nicht auf. Wir machen nochmal durch. Wir probieren das jetzt einfach trotzdem nochmal. 100 Sekunden. Das ist eigentlich, dürfte nur noch ein Drittel haben. Das ist deutlich mehr als ein Drittel. Ich sehe nicht, dass das passt. So, ich dachte immer, das letzte Drittel, da muss er, wenn schon rot sein, ich weiß nicht, wenn er rot ist, wie viel hat er denn, wenn er rot ist? Ist das dann ein Drittel, ist das dann ein Viertel, ist das was anderes? Auf jeden Fall nochmal ein Toppel-Leber, wir gehen wieder rüber, wir gehen wieder rein. Aber die Zeit wird nicht ausreichen, wir werden es nicht schaffen. Und ich glaube, da rettet uns auch kein Lobby-Trick. Denn der gibt ja höchstens 5 Sekunden oder so, mehr hast du nicht. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Attacken an. Damals, als das alles war, war, glaube ich, ein Flammenmodul. Der hatte Flammenmodul, da sind Videos rum und Leute haben den Solo gemacht und haben da draufgehauen und draufgeknüppelt wie sonst was. Da wurde drüber berichtet immer mal. Aber ich glaube, Eismodul ist vielleicht halt nicht so günstig, wenn du Mega Glurak hast, weil der halt mit seinem Eis einfach alles wegfetzt. Hier, das sind die wertvollen Sekunden. Ich hätte jetzt noch durchziehen müssen, aber wir müssen schon wieder beleben. Hallo? Okay, Widescreen, warum nicht? Ja, ich glaube, das war's jetzt eigentlich komplett. Hallo Niantic! Das ist der Fail des Tages. Habt ihr das gesehen? Das ist nix. Habt ihr das schon mal solo probiert? Habt ihr es solo geschafft? Sollte man vielleicht ein vollwertiges Sechser-Team nehmen und es dann machen? Ist es dann vielleicht besser? Nur mit Mega Glurak alleine? Nicht möglich? Vielleicht doch andere Pokémon noch nehmen, dass nichts stirbt? Was macht der jetzt hier? Jetzt zeigt er mir gleich an, kam vorbei und ich krieg Staub. Krieg ich Staub? Jo, schön, mein Pass ist drin, ich weiß.
Ach, es macht eine neue Lobby auf. Okay, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vor Ort, euer Ramses. So, Grüße gehen raus an Dubano Mann, an Amana und an Donkey. Donkey. Oh mein Gott, warum ist er so laut? Das muss ich mal leise machen. Jetzt habe ich vergessen, mein Team zu wählen. Ich habe nämlich gedacht, bevor der Pass weg ist, dann mache ich schnell mal öffentliche Lobby, lade ein. Da ist der Flex, 007 Flex 23 reingegangen. Der ist aber dann rausgeflogen, ich war wieder alleine. Jetzt habe ich gedacht, ach komm, nimmst du den Samyang-Account kurz, machst du den halt zu zweit. Passt ja, habe aus Spaß trotzdem mal geguckt, wer ist gerade online, wen kannst du einladen. Anamana, Duman, Oman, Donkey. Habe auch einen Schilling eingeladen, bin nochmal raus, habe geguckt, wer ist da noch. Da war irgendwie noch Burkhardt, glaube ich, irgendwas hin und her. Auf jeden Fall Grüße an die drei. Donkey, Duman, Oman, Anamana. Ihr seht, jetzt geht's wie Butter. Wir sind ja jetzt fünf. Also im Duo sollte der trotzdem relativ gut machbar sein. Für das Solo, weiß ich nicht, einen zweiten Versuch starten. Ich wüsste nicht, was ich großartig anders machen soll, außer halt nicht alleine mit Mega Glurak, sondern mir ein 6er-Team holen mit Feuer-Pokémon, die was drauf haben, damit man nicht immer zu in die Lobby zurückfliegt, sondern damit man einfach durchkämpfen kann. Und vielleicht hat man dann eine bessere Zeit, aber muss ich noch mal ein bisschen austüfteln. Muss ich mal Thomas fragen, der kennt sich da immer aus. Wir gucken noch mal kurz rein, wie viel der jetzt hat. 1847. Was ist das denn? Und der andere hat 1868. Guck mal, Katze gefunden. Hallo. Guten Tag. Wem gehörst denn du? Hä? Wenn ich dich streichel, dann kommen die bestimmt und schlagen mich tot. Deswegen lass ich dich lieber in Ruhe. Geh deinen Weg, Bruder. Geh deinen Weg, Bruder. Katze haut ab, da guck, Katze gefunden. Nix, sorry. Also, was? 1868 und 1847, richtig schlecht. Wir beenden dieses Video mit einem einfach fabelhaften Wurf. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.